Willkommen all denen, die heute sich nach Frankfurt aufgemacht haben, um für Freiheit und Demokratie Stirn zu zeigen, Gesicht zu zeigen. Wichtig ist, dass wir unser Anliegen an die Bevölkerung gut weitertragen. Dazu gehört der allseits beliebte nicht-musikalische Chorgesang. Sprich, Rezitieren von lustigen und besinnlichen Versen. Das möchten wir gerade einmal ein bisschen üben. Stoppt den Überwachungswahn! Stoppt den Überwachungswahn! Stoppt den Überwachungswahn! Und noch einen kleinen, aber feinen Spruch, der das Motto unserer Demo ist. Alle mitsingen! Freiheit statt Angst! 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 Und mit diesem schönen Spruch ziehen wir zum Platz der Republik. Auf geht's! Bei der Vorratsdatenspeicherung sollen die Telekommunikationsunternehmen dazu verpflichtet werden, die Verkehrsdaten ihrer Kundinnen und Kunden für 6 Monate mindestens zu speichern. So kann nämlich, wenn das alles gespeichert wird, nachvollzogen werden, wer mit wem, wann per Telefon, SMS oder Internet Kontakt aufgenommen hat. Zusätzlich wird bei Handytelefonaten und SMS auch der jeweilige Standort der Benutzerin oder des Benutzers festgestellt und festgehalten. Diese Daten sollen ab Herbst 2007 präventiv von allen Bürgerinnen und Bürgern erfasst und zur Strafverfolgung genutzt werden. Das finden wir ganz scheiße! Durch die Vorratsdatenspeicherung werden sensible Informationen über die sozialen Beziehungen, über die alltäglichen Bewegungen und über die Lebensumstände aller EU-Bürgerinnen und Bürger gesammelt. Niemand kann dann mehr unbeobachtet mit anderen Menschen kommunizieren. Anwalt, Arzt und andere Berufsgeheimnisse werden auf diese Weise ausgehöhlt. Der Informantenschutz der Presse ist nicht mehr zu gewährleisten. Pfui! Die präventive Überwachung aller Bürgerinnen und Bürger droht die bedeutendste Regelung des Rechtsstaatsprinzips, die Unschuldsvermutung, umzukehren. Auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird durch die Vorratsdatenspeicherung verletzt. Die Bürgerinnen haben als Betroffene weder Macht noch Kontrolle darüber, was sie von ihrem Telekommunikationsverhalten preisgeben und wer in Zukunft Zugriff auf diese Informationen haben wird. Pfui! Wir sehen die Vorratsdatenspeicherung nicht isoliert, sondern in einem viel größeren politischen Zusammenhang. Sie ist nur eine von vielen Maßnahmen, durch die in den letzten Jahren die Bürgerrechte scheibchenweise in Salamitaktik eingeschränkt wurden. Die jüngsten Äußerungen und Pläne des derzeitigen Bundesinnenministers Schäuble zeigen sehr gut, was für die Zukunft zu befürchten ist. Die schleichende Etablierung einer Kontrollgesellschaft. Pfui! Der heute noch darüber lacht, wird morgen früh schon überwacht.
Wer heute Nacht darüber lacht, hört morgen früh schon über Nacht.